Also ich bin Martina, ich bin Augenoptikerin und ich habe mich entschieden, das Augenlaser zu machen, nach etwa 10 Jahren, als ich überlegt habe. Und zwar war der Auslöser mein Kind, weil ich keine Lust mehr hatte, in der Nacht meine Brille zu suchen und dann den Nuki auch noch suchen und dann noch das Kind zu beruhigen. Und ich bin mit dem Ergebnis mega zufrieden. Ich bin happy, dass ich jetzt ohne Brille und ohne Kontaktlinsen wieder gut sehe. Erzähl mal, wie war die OP für dich? Wie lange hat es gedauert und wie war das Empfinden während und direkt nach der OP? Also die OP war sehr kurz. Ich bin nach 20 Minuten glaube ich, wieder draußen gestanden. Es war ein bisschen unangenehm vom Gefühl her, aber eigentlich nicht schmerzhaft. Ich hatte etwa 2 Stunden nach recht brennende Augen, aber nach diesen 2 Stunden habe ich eigentlich schon wieder mega gut gesehen. Super. Und wie war die, wann hast du angefangen gut zu sehen? Wie lange hat es gedauert? Also eigentlich gerade am nächsten Morgen bin ich arbeiten gegangen und habe schon sehr gut gesehen. Also ich habe mich gar nicht beeinträchtigt gefühlt. Was hat sich in deiner Lebensqualität verändert? Ja, alles, würde ich sagen. Man muss nicht mehr morgen daran denken, die Linsen reinzutun. Ich war sehr viel Linsenträgerin. Ja, Sparzeit. Also lasern lassen und zwar als Optikerin, das ist wirklich eine Überwindung. Das stimmt, aber es hat sich gelohnt. Super.